Hallo zusammen, heute machen wir Schweinesteaks im Mangold. Die nennen sich grüne Schweinesteaks. Ihr wisst, was das bedeutet? Das bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Bei Yo Beef gibt es sensationellen Stauferico-Rücken, Stauferico-Hals. Alles von dem Stauferico ist toll. Guckt euch mal die Marmorierung an für Schweinesteaks. Ist das nicht eine Sensation? Wir befreien hier etwas die Schweinesteaks von der Fettauflage. Die Fettauflage nicht wegschmeißen, damit kann man viele coole Sachen noch machen. Ja, der Rest von dem Gericht ist eigentlich denkbar einfach. Ihr braucht eigentlich nur frischen Mangold und ein paar Kleinigkeiten, ne? Der Rub heute ist eher puristisch. Wir mixen Salz und Pfeffer. Texas Dalmatian Rub finde ich eigentlich eine coole Sache, mische ich immer zu gleichen Teilen und eigentlich passt das zu allem. Also wenn ihr jetzt nicht gerade das auf Steaks packt und es so scharf angrillt, dass euch der Pfeffer verbrennt, ist das eigentlich eine feine Sache. Doch, noch kurz mit dem Finger fertig gerührt und schwuppdiwupp können wir dann unsere Schweinesteaks auch von beiden Seiten mit der Salz-Pfeffer-Mischung bestreuen und rausgehen zum Grill. Der Keck ist vorbereitet auf, naja, mittlere direkte Hitze, möchte ich es mal sagen. Ist nicht so mega heiß, braucht es an der Stelle auch nicht sein. Und wir grillen jetzt hier unsere Schweinesteaks für, sagen wir mal, locker 2 bis 3 Minuten pro Seite. Wir beziehen einmal in der Woche eine Gemüsekiste und in dieser Gemüsekiste sind immer Sachen drin, die Kreativität herausfordern können. In diesem Fall Mangold. Da gibt es viele coole Rezepte. Kann man zum Beispiel auch hervorragend zu Lachs machen. Man kann den blanchieren, dünsten. In dem Fall ist jetzt hier, der ist unbehandelt und wir legen jetzt das Schweinesteak auf die Seite, wo der Strunk ist. Das ist ganz wichtig, weil das ist die Seite, die am längsten braucht, bis sie gar wird und auch die störrische Seite. Dann kommt etwas süßer Senf dazu. Ich habe den von Hendelmeier und etwas geröstete Zwiebeln. Und jetzt schlagen wir das einfach nur so zu, klappen es einmal um und fixieren das mit einem Spieß oder mit einem Steinsock, mit einem Zahnstocher. Das hat den Vorteil, dass der jetzt auf der Sprungseite liegt und die Sprungseite kann einige Hitze ab und kann im Prinzip hier an der Seite vom Grill oder bei indirekter Hitze könnte man das genauso machen, jetzt dann noch weitere 10 bis 15 Minuten fertig gegart werden. Hat halt auch den Vorteil, dass der Rest vom Schwein mehr oder weniger in seiner eigenen, in seinem eigenen Saft sitzt. Macht den Mangold, tut dem Mangold gut, tut auch dem Fleisch gut. Dieses Rezept ist kein Hexenwerk. Nach 15 Minuten ist das dann geschafft. Wir können die Teile runternehmen und ich finde es eine coole Kombination. Ich mag generell Schwein und süß-sauren Senf, Zwiebeln auch geil, Mangold geil. Ich finde es super. Würde mich freuen, wenn es mal nachmacht. Das ist jetzt hier eher ein Quickie. Auf jeden Fall sind Daumen nach oben und Kommentare, wie immer natürlich gern gesehen. Ihr könnt auch rechts unten mal auf den roten Button klicken, wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Das würde mich natürlich freuen, so verpasst ihr keine weiteren Videos. Ansonsten sehen wir uns in den kommenden Tagen wieder. Ich habe hier die Schlagzahl der Videos etwas erhöht. Das wird jetzt auch fürs Erste so bleiben. Gerne auch mal meine Fanpages angucken, Twitter, Google Plus und Facebook. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.